Ich bin Luise Anderegg und ich werde Queen of Cologne, weil ich aus Köln komme. Freunde, es ist Sonntag und ich stelle euch Spielerin 2 vor von Queen of Cologne. Und zwar ist das die Luisa, die mit 18 Jahren die jüngste Teilnehmerin ist bei Queen of Cologne. Und ich bin natürlich gespannt, sie ist natürlich auch nicht ohne Grund hier, was da an Skills mitkommt. Aber nimm uns doch einfach mal mit, wann hat es für dich angefangen mit Basketball? Seit wann spielst du? In der Grundschule habe ich angefangen in der AG. Dann bin ich irgendwann, als ich in die 5. Klasse gekommen bin, so langsam mal in den Verein gegangen, habe dann U12-2 oder so angefangen. Ja, und ab da ging es dann weiter so. Okay. U12, war das dann auch mit Jungs zusammen? War das gemischt oder ging es da schon in die reine Damenbasketballrichtung? Nee, ich habe bei Jungs angefangen. Also U12, U14 habe ich ganz bei Jungs gespielt und dann bin ich nach Hürth gewechselt zu den Mädchen. Hürth ist ja ein Verein hier im Umland von Köln sozusagen, der sich sehr auf Damenbasketball auch fokussiert. Und da hast du dann schon relativ früh auch mit Besseren und Älteren gespielt? Oder wie ging das für dich dann weiter? Ja, also ich habe U16 dann direkt als jüngerer Jahrgang gestartet, wo wir auch sehr erfolgreich waren bei der Deutschen Meisterschaft und so. Und dann habe ich direkt auch als jüngerer Jahrgang, glaube ich, in der WNBL gestartet. Und ja, habe da einige Erfahrungen gesammelt. Das heißt, jetzt, wenn ich gucke, du spielst beides, du spielst WNBL und Regio. Wie ist das für dich so als, ich sag mal, Doppelbelastung? Spielerfahrungstechnisch nimmst du da wahrscheinlich einiges mit gerade. Aber nimm uns doch mal mit, wie so die Trainingsintensität ist in der Saison, wenn es jetzt bald wieder losgeht. Wie oft trainierst du und wie gestaltet sich so dein Trainings- und Spielalltag? Also die letzte Saison war sehr vollgepackt, sage ich mal. Also ich hatte schon 2 bis 3 Mal am Tag Training und dadurch, dass ich nicht auf eine Sportschule gehe, war das dann schon so hintereinander getaktet. Aber durch die Spielbelastung mit 2 Spielen am Wochenende, also ich mag das und irgendwie, ich habe einfach Spaß dran, deshalb war das für mich jetzt irgendwie kein Problem. Das heißt, das wird nächste Saison wahrscheinlich auch noch so aussehen? Ja, also ich werde nächstes Jahr nicht in Deutschland spielen, sondern in Amerika und da weiß ich noch nicht so ganz, wie das da ablaufen wird. Da werde ich nur in einem Team spielen, aber ja. Das heißt, da geht es wahrscheinlich auch, wie die ein oder andere Teilnehmerin, die hier dabei ist, Richtung College. Das heißt, du guckst wahrscheinlich auch Richtung Stipendium. Bist du schon in Kontakt oder wie sieht es da aus? Wie früh bemühst du dich da oder wirst selber angesprochen? Wie ist da so der Status? Ja, da bin ich auf jeden Fall schon in Kontakt. Also ich mache das mit einer Agentur und ja, da ist schon so was im Gespräch. Ja, ich glaube, das ist eine unschlagbare Erfahrung. Wenn man das mitnehmen kann als Athletin, ist das richtig, richtig cool. Lass uns kurz noch auf deine Playercard gucken. Du bist, obwohl du 18 bist, mit 1,85 auf jeden Fall auch mit die Größte hier. Dann die Spannweite 1,86. Auch in der kleinen Halle ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn du eine gute Spannweite hast. Favorite Move ist der Spin Move. Und sag mir noch das Teil hier. Warum nimmst du das unweit von der Halle hier mit nach Hause in ein paar Wochen, wenn die Serie zu Ende geht? Warum wirst du die erste Queen of Cologne? Naja, das heißt ja Queen of Cologne und ich komme halt aus Köln, deshalb denke ich, ja, werde ich es auch gewinnen. Nice. Passt auf jeden Fall schon recht gut. Das war Spielerin 2, die Luisa, und morgen geht's weiter mit Spielerin 3, 19 Uhr wie immer. Bis morgen.